Ladies and Gentlemen, willkommen. Jodel am Start und willkommen zur letzten Folge zum Advanced Gameplay zum Rheinmetall Skorpion. Jawohl, wir gehen direkt rein, würde ich sagen. Ich muss hier, glaube ich, nee, ich muss hier nichts mehr verändern. Booster laufen noch ein bisschen, den nehmen wir natürlich gerne noch mit. Hoffen wir mal, dass wir nochmal eine richtig schöne Session bekommen. Über 3000 Düsenschaden wäre schön. Das würde mich freuen, das wäre nochmal ein schöner Abschluss. Aber wenn ich die Karte schon wieder sehe, könnte ich schon wieder ins Essen brechen. Egal. Ja, Kloster ist jetzt nicht die geilste Map, auch nicht mit zwei Artis. Wir sind immer in Top-Tier. Ich glaube, ich werde mich erstmal, je nachdem, da wo der Light hinfährt, hinstellen. Falls der Light in die Mitte jodelt, dann stelle ich mich da hin. Falls der Light zum Wasser jodelt, dann stelle ich mich zur Wasserseite. Das kommt jetzt ganz drauf an, wo der hinfährt. Und er fährt Trommelwirbel. Hat er Gunmox? Ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Er fährt zur Wasserseite. Er hat auch eine Gunmox. Muss nichts heißen, aber er ist schon mal kein kompletter Ausfall. Aber wer einen Stern auf dem Rohr hat, dem muss man auch nicht unbedingt trauen. Selbst solche Leute machen immer noch sehr interessante Manöver. Ist mal nett auszudrücken. Okay, er jodelt nicht komplett rein, ist okay. Problem ist nur an der Position, wo er steht. Kann man auch ganz gerne mal geblindshottet werden. Oder man geht halt direkt auf und frisst. Das geht natürlich auch. Na, der AMX 1375 ist, denke ich, da unten reingefahren, direkt reingejodelt. Oder mich hat tatsächlich ein TT outspottet, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Noch einen Blindshot machen. Irgendwo reinhalten. Der hat aber, glaube ich, nicht getroffen. Da habe ich, meine ich, noch Splash gesehen. Den Tiger kann man vielleicht noch eine reinlöten, wenn er nochmal rausfährt. Wird aber, glaube ich, nicht machen. Type 59. Stehen wir safe. Also da ist die Kante. Vielleicht kommt ja noch einer. Weiß nicht, fahre ich weg. Ich werde mich dann wahrscheinlich Richtung Mitte verziehen. Ich sehe auch gerade, dass der BZ hier ist. Gar nicht gesehen. Weiß nicht, was er hier will, aber okay. Als Top-Tier hier rumzustehen und zu snipen, weiß ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt nicht so viel von. Gut, wir fahren mal Richtung Mitte. Aber irgendein Harmon. Der Tiger lässt sich sogar droppen. Okay, das ist wild. Ich würde dem Light echt gerne helfen, aber der Tiger fährt sehr unberechenbar. Ja, er fährt komplett weg, okay. Die Heavy Line wird, denke ich. Upsala. Bisschen Damage gezogen. Heavy Line wird, denke ich, gejodelt. Weiß ich nicht, ob ich mich nicht vielleicht. Nee, die kriegen das nicht gehalten. Ob ich mir nicht vielleicht das Waldstück da zurechtleg, mich da reinstelle, weil von da aus kann man hier gut reinballern. Weil wenn die da an die Auffahrt ranfahren, kann man da schon reinlöten. Das ist halt ein bisschen offensiv da und man kann da auch nicht wirklich safe stehen. Ich finde das hier immer ganz cool, man muss sich aber ein bisschen die Bäume umlegen. Mit einem Streuwagen, wenn man sich hier reinstellt, das ist auch immer so eine Endgegnerposition. Weil man hier nur schwer gespottet werden kann. Und man kann hier im Notfall auch noch abhauen. Na, die in der Heavy Line, die haben alles in der Low HP, die werden da gleich alle weggerummelt. Ich glaube nicht, dass sie das dann noch lange machen. Ich mache mir hier schon mal meinen Busch zurecht. Mich wundert, dass der AMBT noch so lebt. Der ist One-Shot und gammelt da immer noch rum. Weiß nicht, was die Gegner da machen. Ah, jetzt fahren sie rein. Der T-103 wäre vielleicht auch besser beraten gewesen, wenn er einfach mal weggefahren wäre und nicht da immer noch stehen würde. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten.
Da ranzufahren macht das nicht so viel Sinn. Der Tiger 1 ist auch immer noch da irgendwo in der Mitte. Jetzt jodeln sie durch. Da kommt ja doch einiges, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer. Die haben auch alle noch richtig dick HP. Weiß gar nicht, ob ich nicht mich vielleicht sogar da hinten reinstelle, weil... Wenn die jetzt auch alle unten langfahren, wäre auch nicht so geil. Das sehe ich, glaube ich, auch gar nicht, wenn die unten langfahren. Nächstes Objekt. Wäre cool, wenn sich auch unser Borat mal umdrehen würde. Das wäre echt geil. So, der wird ja gleich rausfahren. Oder halt auch nicht. Jetzt geht er wieder zu. Hier ist. Guter Schuss, Kappa. Ja gut, immerhin den Spot. Oder auch einfach gar keinen Spot, auch gut. Ich glaube, wir müssen hier aber wegfahren. Weil die da unten kann ich nicht sehen. Bevor da oben ein Haufen Zeug drin steht und mich weglötet. Bisher läuft die Runde auch eher so semi-geil. Aber na gut, haben wir schon gedacht. Ist halt Kloster, da machst du halt gar nichts. Schade. Der BZ Heavy, ich weiß auch nicht, er scheint mir ein bisschen sehr lost. Ich glaube nicht, dass er weiß, was er da tut. So schön. Na, ich warte jetzt hier einfach. Der Borat spottet. Oh lol. Ups. Wenn da irgendwas durch den Kopf fährt, sieht das der Borat. Da hinten irgendwer hoch. Fährt. Tschüss. Super Pershing können wir da weglöten. Könnten wir vielleicht sogar pushen. Der ist nämlich relativ allein, ne? Ich glaube, für den nochmal Premium Money, weil Super Pershing ist immer ein bisschen trollig. Ich fahre aber unten lang. Schau, der hat mich noch gesehen. Ah, der Borat. Ah, das ist schlecht. Kann er sich noch fallen lassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich guck mal, ob ich auf die andere Seite komme und mir im Notfall eine fangen. Weil ich will jetzt hier nicht stehen bleiben, wenn der T-832 da in der Mitte rumgammelt. Den IKV vielleicht erstmal mal bearbeiten. Ich lade mal auf AP. T-832 brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt Premium-Munition. Mich jetzt ja auch nicht spotten lassen, out of proxy fahren. Kann man vielleicht sogar eine HE laden, um auf Nummer sicher zu gehen. Bei 11 HP. Der IKV steht scheinbar noch irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Gib mal den erstmal eine rein. Sackschelle. Also wenn er mich jetzt nicht emmeraked oder anzündet, kann er mich eigentlich nicht töten. Wir löten den jetzt einfach mit HE weg. Ganz safe, zack. Und den Super Pershing löten wir jetzt auch noch weg. Sollte, denke ich, kein Problem sein. Mit Premium ABCR fangen wir jetzt einfach eine. Und tschüss. Ja. War jetzt nicht die geilste Runde. 1600 Damage, aber immerhin den Win noch für das Team geholt. Ist halt Kloster, ne? Ein bisschen schwierig. Man hat halt nicht so viele, nicht so wirklich eine Möglichkeit, da was zu machen, wenn der Leiter halt auch direkt stirbt auf der Wasserseite und da nichts spotten kann. Ist auch immer nicht so vom Vorteil. Wir haben leider auch keinen Blindshot da durch die Buschreihe. Es ist immer ein bisschen schwierig, mit so einem Papier-DD da was zu reißen. Ist ganz okay gewesen, die Runde, aber auch nicht wirklich gut.
Mit 1600 Schaden. Aus der Bucht hingegen ist schon wieder eine bessere Karte für den Tank. Schön große Map. Wo man ein bisschen snipen kann. Man kann auch gut verlegen auf der Karte. Die ist eigentlich wie gemacht für den Panzer. Ja, wir werden uns. Es gibt zwei Lights. Wir werden uns erstmal auf die. Denke ich, auf die Classic TD-Posi stellen. Mal gucken, vielleicht fährt der WZ Heavy sogar auf die, Medium-Flanke. Mache ich mit dem schnellen Heavy tatsächlich ganz gerne. Das klappt eigentlich immer ganz gut, da auf diese Hügellandschaft zu fahren und da ein bisschen aggressiver vorne ranzufahren. Man kann auch mal schön mit seinem Turm arbeiten und kann die ganzen TDs immer spotten, nebenbei spotten und währenddessen die Mediums bekämpfen, die da rumgammeln. Klappt ganz gut tatsächlich. Sowas wie ein Bisonte zum Beispiel, da mache ich das auch, wenn ich mal Bisonte fahre. Ist auch so eine Art Heavy-Medium. Ist auch ein bisschen schneller. So, da ist schon eine Roo. Die schon mal eine dicke Schelle kassiert hat. Schmeckt. Petten hat dick kassiert. Und da auch keiner rüber gekostet ist, würde ich vielleicht sogar rüberfahren. Oh, wobei der T-45. Kommt da gleich. Ist immer ein bisschen gefährlich, hier sich so hinzustellen. Der Iron Arni wäre cool, wenn der hier vielleicht sogar da mal ranfährt. Da jetzt hinzustellen, ist irgendwie ein bisschen lost, weil, naja, man kann ja eigentlich nur, kann man nur auf den TD da schießen. Ansonsten nicht so wirklich, außer es piekt da einer raus. Jetzt kannst du gerne wissen, ob da hinten einer lang fährt. Ja, da ist dann nämlich der T-44, hab mir schon gedacht. Meistens wollen nämlich immer da hinten reinfahren. Ich mag die Position tatsächlich gar nicht mehr so gerne. Ich halte mich tatsächlich immer, wenn ich hier pushe, tatsächlich immer in der Mitte auf, weil das da hinten, da kommt man meistens dann auch schlecht wieder weg, wenn man da einmal drin ist. Also wenn ich hier pushe mit einem Medium oder mit einem Heavy, dann halte ich mich meistens auch eher in der Mitte auf. Früher habe ich das auch noch gemacht, dass ich dann reingefahren bin, mache ich auch mittlerweile gar nicht mehr. So, der T-45, der wird da auch gleich pieken. Oder auch nicht. Wisst ihr was? Der hat noch 621 HP. Der wird jetzt weggejodelt. Der Even kann mich auch nicht spotten, so wie er da steht. Wir haben hier noch einen Borat als Support. Wird jetzt ein blaues Unter hier erleben. Zack. Weggejodelt. Jodelbataillon 6 Delta. Borat, bitte kommen. er war anscheinend noch motiviert vom Angriffsschwung. Ist er gleich weiter reingefahren. War jetzt nicht der smarteste Move, aber hey. Der Scorpion wird aber bestimmt nochmal rauspieken, gehe ich mal davon aus. Könnte man vielleicht sogar, wenn wir jetzt gierig sind, könnten wir auch eine HE laden. Ja, falls der Cobra rauspiekt, will ich eine AP drin haben. Oder er piekt halt einfach gar nicht, das geht natürlich auch. Ja, manchmal muss man so ein bisschen Geduld haben. Ich gehe mal in Feldbörsen, falls er piekt, drücke ich ab. Einfach um ein bisschen Übersicht zu behalten. Das ist ein Streuwagen. Kassiert. Kassiert nochmal. Der Scorpion will aber ums Verrecken nicht raus. Ah, ist weggefahren, okay. Das erklärt natürlich einiges, warum man nicht rauspiekt. Ich glaube generell, da sind alle weggefahren, bis auf der T-45 vielleicht. Und tschüss. Der Even wird wahrscheinlich auch noch da rumgammeln, ja. Na komm mal her mit deinem RC-Panzer. Gibt's eine schöne HE in Poppes. Hallo, ich bin auch noch da.
Und genau deswegen hasse ich HE und schieß meistens, wenn es geht, eigentlich auch immer die Standardmunition. Ah, oh Mann, Alter. Das ist immer das Schöne bei der Munition, man bleibt immer schön überall in den Ketten hängen. Aber dafür haben wir den Scope in eine richtig fette Schelle reingedrückt. 717, das hat geschmeckt. Na komm, schieß mal mit dem Streuwagen. Jawohl. Aua. So, ich könnte mir sogar noch eine vom Scope entfangen. Ich denke, er wird da stehen. Du warst gerade eine HE gefressen, aber wahrscheinlich vom Cobra. Nicht, dass das das Scorpion war. Kann natürlich auch sein, aber wenn der hier stehen würde, wäre er schon längst offen. Na, ah, davon kriege ich leider nichts mehr ab. Schade. Aber von der Adi kriege ich noch was ab. Oder auch nicht, weil sie sich wieder selbst töten will. Oh. Ich diese Ratten hasse, Mann. Ich muss mich versenken. Wenn ich jetzt nicht in der Aufnahme wäre, würde ich ein Ticket schreiben, ey. Ist das nervig. Ihr könnt doch übrigens ein Ticket schreiben bei sowas und dann kriegen die Urlaub. Es geht mir offen, sagt man. Diese Klickerratten, die sich immer versenken müssen. Das sollte am besten wirklich im zukünftigen Update irgendwann mal eingeführt werden, dass man dafür instant gebannt wird. Oder es zumindest direkt als Ticket quasi vermerkt wird und sich das jemand anguckt. Ob das wirklich legitim war, ob da jemand ins Wasser gedrückt wurde oder nicht. Ansonsten direkt Urlaub. Direkt Urlaub für 3 Tage oder sowas. Das geht mir wirklich so hart auf den Keks. Dieses, das ist halt auch gerade, wenn du halt, stell dir mal vor, du würdest jetzt bei der Gunmark sein, du wärst bei 94,8 oder 94,9%. Dir fehlt ein Schuss. Die Klickerratte ist noch am Leben. Und sie versenkt sich einfach. Und du bist bei 94,9 und dann droppst du einfach weiter und dann hast du wegen der Klickerart, die sich versenkt, einfach die dritte Gunmark nicht geschafft. Ist mir bisher zum Glück noch nicht passiert, aber man stelle es sich vor. Da würde ich aber im Dreieck springen, das sage ich euch. Da wird hier aber, da würde ich aber ganz wild werden, wenn das mir passieren würde. Ich meine, es ist ja auch so kacke, ne? Kriegst weniger Damage, kriegst weniger Credits. Aber die Arti fühlt sich ganz lustig, dass sie sich versenkt hat. Ganz großer Sport. So, naja, genug rumgerendet. Wir sind auf meiner Heimlinie, Load hier. Ich werde jetzt trotzdem erstmal Medium Line fahren. Wir sind relativ schnell. Da es auch kein Light gibt, brauche ich mich da jetzt nicht in den TD-Busch zu stellen. Mache ich sonst aber auch eigentlich nicht. Meistens stelle ich mich eigentlich hier oben hin. Es sei denn, ich habe jetzt wirklich einen extrem langsamen TD. Oh, sorry. Würde ich nicht anschubsen. Das war nicht meine Intention. Geil. Also wenn der Schuss gewollt gewesen wäre, hätte der niemals getroffen. Ich habe genau seine Kanone getroffen. Muss man erstmal schaffen. Jetzt war die Kanone wieder zu genau. Ich mache mir mal einen Ping dahin. Die Badge wird da immer noch stehen. Einen Schuss können wir noch machen. Vielleicht hat er einer getroffen. Ah, da unten steht schon mal keiner. Der BZ kommt hier, der Neuner. Okay. Gefällt mir nicht. Ich fahr mal lieber weg. Das könnte man hier mal machen. Ich überlege. Wir könnten, wenn die hier rüber pushen, uns an den Bunker stellen, da wo der K90 steht. Und von da aus dann da reinschießen. Das könnten wir machen. Wenn die denn das schaffen, da zu pushen. Das sieht nämlich aktuell nicht danach aus. Sieht eher da aus, als wenn wir hier unten die Heavy-Flanke verlieren, aber noch ist es nicht so weit. Muss ich immer mal ein Auge drauf werfen.
So, hier wo der K90 steht, können wir da nämlich schön reinlöten. Müssen nur ein bisschen genau wegen dem Jagdjäger und Co. aufpassen, dass man hier nicht gespottet wird. Nee, okay, das stand da nicht so, als aus, als wenn reingeflogen ist, aber ich glaube nicht. Sonst wäre ich aufgegangen. Und ich glaube, hier unten ist das wilde Gerommel, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß nicht, können wir da oben... Progetto können wir vielleicht bearbeiten. Oder den Löwe einen reindrücken, wenn er da overpeakt. Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, auf A0 zu fahren. Der M3Y wird nämlich gleich hart durchgenommen. Das ist ja das Gute an dem TT, wir sind schön schnell. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir es da noch auf A0 reinschaffen, aber ich glaube schon. Könnte knapp werden, aber denke, es sollte passen. Ich werde dann auch mal Premium laden, weil die ganzen Halter und Heavy sie dann da rumgammeln. Mit Standard-Muni zu pennen wird ein bisschen schwierig. So, machen wir uns mal hier unser Nest mit dem Shitpack. Das ist immer so eine richtig faire, ekelhafte Position. Und jetzt warten wir, dass sie da hochpieken. Jawohl, Kollege Nummer 1. Schade. Hätte kurz den Turm gedreht. Arti lötet rein. Oh, Big Daddy Maus. Ah, das wird aber schwierig, die zu pennen. Shitpack hat natürlich keine Probleme mit seiner 340er Heat. Aber mit APCR auf die Entfernung... wird dann eher schwierig. Ich hoffe, die können nicht so gut blindshotten. Ah, jetzt habe ich den Turm getroffen. Wann hätten wir pennen können? Das ist Seitenwanne da. Ah, jetzt dreht sie sich leider wieder ein. Oh, nice. Ich weiß gar nicht, der Schuss ist gerade gependert, weil der ist eigentlich nicht in die Wanne reingeflogen. Aber da müssen wir pennen können. Oder auch nicht. E75 ist am Overpeaken. Ah, die Arti schießt hier blind rein, das ist natürlich ein bisschen ekelhaft. E75 werde ich, denke ich, mal als nächstes bearbeiten. Der ist reingeflogen. Wenn er da noch so stand. Denke mal schon. Ja, wo der gerade gebaut ist, aber... I mean, I take it. Ich muss zugeben, wir haben gerade mehr Glück als Verstand. Vor allem, weil die Arti auch die ganze Zeit nicht wirklich trifft. Aber das ist halt das Assi. Ihr seht schon die Einschusslöcher hier. Das ist halt mega Assi hier, der Busch. Man hat halt so eine große Fläche, wo man hier stehen kann. Dass man einen extrem schwer nur treffen kann. Jetzt sind wir, glaube ich, offen. Nee, sind wir nicht. Ja, dieser Busch hier ist, ne, auch wenn man hier mit einem Streuwagen drin steht, das ist so eine Endgegnerposition. Aber jetzt sind wir offen. Wir haben sogar noch Feuer bekommen. Okay, jetzt sind wir tot. Aber der Busch ist so bescheuert. Ist jedes Mal, auch wenn man hier mit einem Leopard drin steht, ne? Leopard 1. Es ist so eine Endgegnerposition. Weil du, jetzt, du hast halt so ein verhältnismäßig großes Areal und auch so einen breiten Busch, dass die Gegner dich nur extrem schwer blindshotten können. Und die Gegner meistens auch, weil der Busch, der ist ein bisschen tiefer. Deswegen... Eigentlich musst du quasi über den Busch drüber schießen, wenn du den Tank dahinter treffen willst. Aber die meisten schießen halt immer in den Busch rein. Und deswegen treffen die dich meistens nicht. Und schießen halt immer vor dich quasi.
Hat man auch ganz gut gesehen an den Einschusslöchern, die waren alle vor mir. Wir haben natürlich auch ein, zwei Schüsse gebounced, das war ein bisschen lächerlich. Der E75-Schuss ist gebounced und die Maus ist irgendwo in unseren Ketten hängen geblieben. War natürlich ein bisschen lucky, aber war eine schöne letzte Abschlussrunde. Mit 3600 Schaden haben wir jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, was wir für einen Durchschnittsschaden haben, ich glaube irgendwas um die 2,5. Wo ist er? Ja, 2400. War okay. Also alles so um die 2,5 ist eigentlich okay. Das kann man sich jetzt nicht beschweren. 3000 wäre so Optimum. Über 2K ist eigentlich immer okay. Kann man immer von einer guten Session reden. Ist jetzt nicht komplett krass gewesen, aber war okay. Kann man mitleben. Dann würde ich sagen, werte ich die letzten 30 Games mal aus und wir sehen uns dann in der Tabelle wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Bin die ganzen Folgen nochmal durchgegangen. Sorry für die Flashbang, aber es gibt leider bei Excel Online kein Dark Mode. Mir blendet auch das Gesicht weg, aber naja, gut, was willst du machen? Wir sind jetzt in den 30 Games insgesamt bei einem DPG von 2825, was ziemlich gut ist. Also, ne, wie schon gesagt, so um die 3K ist eigentlich für ein 8er TD, wenn es ein guter 8er TD ist, eigentlich ziemlich gut. Also, da bin ich absolut zufrieden mit. Und ein SPG, also SPG ist Spot pro Game, hab ich das quasi genannt. Also der Unterstützungsschaden, den wir im Durchschnitt hatten. Bei 405 und daraus schließt sich dann der kombinierte Durchschnittsschaden von 3230. Und insgesamt haben wir eine Overall Win Rate aus den 30 Games von 63%. Also auch voll im Rahmen. Alles über 60% ist eigentlich immer okay für mich. Beziehungsweise überall, wo eine 6 davor steht, bin ich fein mit. Was die Zahl dahinter ist, ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber so um die 60% sollte man eigentlich immer im besten Falle liegen. Ja, nächste Woche wird es dann, ich weiß noch nicht, ob ich es nächste Woche schon schaffe. Muss ich mal gucken, ob es dann mit dem Advanced Gameplay weitergeht oder ob ich nicht erstmal ein anderes Video bringe am Sonntag. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ansonsten wird es dann mit dem ersten Light quasi weitergehen in dieser Reihe. Und dann danach wird es dann erstmal wahrscheinlich kein Advanced Gameplay mehr geben. Also ist halt geplant, zu jeder Klasse erstmal so eine Art Einführungsvideo zu machen und das dann im Stream quasi zu vervollständigen. Deswegen auch diese Tierlist, dass man dann immer mal so 30 Runden macht und mal guckt, wie verhält sich das denn im Vergleich zu den anderen Panzern. Das ist dann eher sowas für den Stream. Und jeweils den ersten Panzer, den ich in dieser Reihe behandle, will ich dann halt auch auf YouTube bringen, damit wir auch mal alle Klassen quasi abgedeckt haben und so eine Art kleines, ja, Klassenguide nebenbei noch mitmachen können. Wobei sich natürlich jeder Panzer immer ein bisschen anders spielt da. Das ist natürlich durchaus klar, deswegen machen wir das ja dann auch on-stream weiter. So ist auf jeden Fall der Plan. Wie gesagt, wir sehen uns dann nächste Woche zu was auch immer ich mache. Mal gucken, was für ein Video dann kommt. Entweder zum Light-Gameplay oder zu erstmal irgendeinem anderen Video, das weiß ich noch nicht. Bis dahin auf jeden Fall. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke an jeden, der sich diese Reihe hier fleißig reinzieht und ich hoffe, ihr könnt daraus was lernen und was rausziehen. Würde mich sehr freuen. Bis nächste Woche, wieder schon reingehauen, euer Jodel. Tschüssi!